Tag! In diesem Video erklären wir, wie man Imbalance auf Wolfix Plattform einstellt. Mit Imbalance Hilfe können wir die Übermacht von Käufern oder Verkäufern im konkreten Zeitraum bestimmen. Es gibt einige Möglichkeiten, Imbalance auf Wolfix Plattform zu analysieren. Öffnen wir Double Cluster. Sell by. Links wird die Menge der Verkauften und rechts die Menge der gekauften Verträge widerspiegelt. Gehen wir weiter zu den Einstellungen der Cluster-Grafik. Setup, Settings, Clusterbox. Aktivieren wir Buy Sell Leader. Wenn wir zum Beispiel 50% wählen, wird nur der Sell-Buy-Wert beleuchtet, der zweifache oder größere Übermacht über den anderen hat. Auf solche Weise kann man Übermacht zwischen Käufern und Verkäufern finden. Die weitere Möglichkeit der Ungleichgewichtssuche von Kauf und Verkauf ist Limit Sell by Imbalance, die man so findet. Setup Limit Sell by Imbalance. Zuerst schalten wir aber Buy Sell Leader aus, damit kein Missverständnis entsteht. Der Unterschied besteht darin, dass Käufe und Verkäufe diagonal verglichen werden, das heißt, das ist Kreuzdelta. Im ersten Feld wird das Ungleichgewicht gewählt, zum Beispiel 200%, damit wir zweifache Übermacht bekommen, 300% für dreifache Übermacht und so weiter. Das zweite Feld ist die Volumensumme, Sell plus Buy, damit zum Beispiel kleine Volumen nicht eingerechnet werden. Finden wir zum Beispiel Situationen, wenn Ungleichgewicht zwischen Kauf oder Verkauf zweifache Übermacht hat und ihr zusammengesetztes Volumen mehr als 500 Verträge beträgt. Das Limit stellen wir für Kauf rot und für Verkauf grün ein. Nehmen wir zum Beispiel diese Bar. Wir bekommen den Vergleich 233 und 484 Verträge oder 914 und 453 Verträge und so weiter. Dasselbe Limit können wir auf Delta- und Delta-Prozent-Grafik beobachten. Um horizontales Ungleichgewicht zu finden, brauchen wir Delta-Prozent-Limit. Was widerspiegelt also diese Grafik? Delta widerspiegelt die Übermacht von Käufern oder Verkäufern. Delta Prozent widerspiegelt aber die Übermacht der Verkäufer oder Käufer im Prozent vom ganzen Volumen, das zu diesem Preis gehandelt wurde. In diesem Fall beträgt die Übermacht der Verkäufer über den Käufern 99% vom gehandelten Volumen mit 734 Verträgen. Hier zum Beispiel beträgt die Übermacht der Käufer über den Verkäufern 66% vom gehandelten Volumen mit 111 Verträgen. Solche Ungleichgewichte können wir filtern. Gehen wir zu Setup-Menü Limit Delta Prozent. Zuerst schalten wir aber Sell-by-Balance-Limit aus. Die Delta-Prozent-Bedeutung ist 33. Das heißt, dass wir zweifache Übermacht von den Käufern oder Verkäufern haben. Die Bedeutung 50% heißt dreifache Übermacht von Käufern oder Verkäufern und so weiter. Finden wir Situation, in der eine Seite zweifache Übermacht über den anderen hat und das gesamte Volumen mehr als 500 Verträge beträgt. Getrennt stellen wir Limit für Verkauf rot und für Kauf grün ein. Da merken wir, dass Limit Delta Prozent auch auf der Sell-By-Grafik zu sehen ist.
Auf der Delta-Grafik können wir Delta-Prozent und Volumen filtern lassen und gleichzeitig mit Volumenfilter das Ungleichgewicht der Verkäufer und Käufer im Prozent sehen. Das wäre alles. Wenn Sie noch Fragen zu Imbalance-Einstellungen haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Unterstützung. Der Kontakt ist in der Beschreibung zu finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch.